Von Trainer Dirk Buchmann präsentiert uns die TSG ihre Choreografie Time Machine, eine Reminiszenz an die glorreichen Tage und Zeiten. Die TSG, für alle, die sich nicht so gut auskennen im Tanzsport, immer noch Rekordweltmeister mit 17 Titeln. Es wird auch noch lange Zeit so sein. Also schauen wir mal, ob es reicht, denn es geht um nichts anderes als die Teilnahme am Finale nachher. Das vielleicht noch schnell zur Erklärung, auch für diejenigen, die nicht so oft dabei sind. Der Einmarschteil, der sogenannte, in dem wir uns gerade noch befinden, soll Zuschauer und Wertungsrichter einstimmen auf das, was dann später als Hauptteil gezeigt wird. Und nur dieser Hauptteil, der wird dann schließlich auch gewertet. Genau, der hat gerade eben angefangen. Deutlich mit einem Gong gekennzeichnet. Pirouette, sogenannte Potstirrer, rechts rum, links rum, in einem durch. Prima gelungen. Ja, haben sie gut gemacht. Hier sieht man gleich eine nächste Höchstschwierigkeit, das sogenannte Roundabout, das wandernde Roundabout. Haben sie aber auch ebenfalls, wie die beiden anderen Höchstschwierigkeiten, souverän gezeigt. Ganz gut zu sehen in der Totalen hier, Thomas, die Abstände und die Bilder bisher alle fehlerlos, alle richtig gestellt. Ja, also sehr gut auf jeden Fall. Von fehlerlos zu sprechen ist bei fast keiner Mannschaft eigentlich machbar, weil es wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Aber die Bremerhavener müssen sich hier absolut nicht verstecken, auch wenn hier ein kleiner Schnitzer vorne drin war. Das kann passieren, soll wenn möglich nicht entscheidend sein. Wir drücken die Daumen, dass es noch weiter gut geht.
das war der zweite Gong. Das heißt, jetzt ist der Hauptteil, der bewertete Teil zu Ende. Jetzt kommt der Ausmarsch. Hier zeigt das Team nochmal, dass es Spaß dran hatte, das einfach um die Musik und das Thema nochmal ausklingen zu lassen. Was in dieser wunderschönen Halle, muss man einfach sagen, auch fürs Team ein ganz, ganz tolles Erlebnis ist, Carsten. Und das wäre ein Ding, ne? Von der Ersatzbank sozusagen ins WM-Finale, wenn es ihnen gelingen würde, als Nachrücker. Das wäre eine absolut schöne Überraschung und noch kann man sagen, es wäre auch möglich. Also ich sehe das absolut so. Und dass Bremerhaven nach 14 Jahren Abwesenheit mal wieder auf internationalem Parkett tanzen darf, das mit einem Finale oder mit einem Finaleinzug dann wieder zu feiern, wäre absolut klasse. Ja, ich sehe es wie du. Die Chance ist auf jeden Fall da. Und abhängen wird natürlich alles von diesen Damen und Herren, die Leistungen bewerten werden. Es sind diesmal nur 10, normalerweise 12. 12 Wertungsrichter und Wertungsrichterinnen bewerten 4 Wertungsgebiete, nämlich 3 von ihnen je eines. Das geht nur heute nicht, weil nur 10 gekommen sind, Corona-bedingt. Deshalb werden heute 2 jeweils von ihnen betreut, 2 Wertungsgebiete. Welche das sind, dazu später dann im Verlauf noch mehr. Auf jeden Fall eine Kuriosität am Rande. Erstmals bei einer WM, nur 10 Wertungsrichter dabei.